Gewalttat schockt ganz Deutschland. Samstagvormittag verbreitet ein Mann mit einer Armbrust am Bahnhof von Peine Angst und Schrecken. Schießt einem 22-Jährigen in den Rücken. Die Polizei nimmt den offenbar psychisch kranken Täter wenig später fest. Ein Video, das die Festnahme des mutmaßlichen Täters zeigen soll, wurde Bild jetzt zugespielt. Zwei Polizisten mit gezogener Waffe können den bewaffneten Angreifer festnehmen. Die Ermittler gehen von einem rechtsradikalen Motiv aus. Der Schütze trug ein schwarzes Shirt der Neonazi-Band Lanzer. Aus offenbar rechtsradikalen Motiven soll sich der psychisch kranke Täter aus dem Landkreis Peine sein südländisch aussehendes Opfer ausgesucht haben.